Hi, hier ist wieder der Michael und es freut mich sehr, dass du hier wieder mit dabei bist. Ja, heute geht es um das Thema NoFap in langfristigen Beziehungen beziehungsweise NoFap in einer Beziehung. Ist das möglich? Wie handhabe ich das? Ich bin ja in einer langfristigen Partnerschaft schon etliche Jahre jetzt und wie geht es mir dabei? Wie handhabe ich das? Und wie machst du das am besten, dass du trotzdem den größtmöglichen Benefit von NoFap hast? Naja, bei mir, um es gleich mal zu erklären, wie es so bei mir funktioniert, immer über alles offen sprechen, also über die meisten Dinge zumindest. Wenn du so etwas vorhast, wie jetzt NoFap zu machen und das in einer längeren Partnerschaft, dann gehe ich davon aus, dass du mit deiner Partnerin darüber sprichst. Dass du deiner Partnerin eben erzählst, was du vorhast und was du dir davon erwartest. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einer langen Partnerschaft bist, du hast eine glückliche Beziehung und liest gerade jetzt über diese Themen NoFap und so weiter. Wie gehst du damit um? Sollst du währenddessen Sex haben oder kannst du währenddessen Sex haben oder nicht? Naja, es ist immer... Stell dir zu Beginn immer die Frage, was ist dein Ziel und Intention? Wenn dein Ziel ist, NoFap zu machen, weil du Probleme damit hast, dass du zu viele pornografischen Inhalte, Pornos, Pornofilme und so weiter schaust, dann ist es irrelevant. Dann kannst du genauso Sex in dieser Zeit haben und einfach keine Pornos mehr schauen und nicht mehr zu Pornos masturbieren oder gar nicht mehr masturbieren. Wenn du allerdings die Benefits von Semen Redemption, das heißt von der Vitalenergie, von der gesteigerten Vitalenergie, die du in dir behältst, haben möchtest, dann musst du eine andere Strategie fahren. Entweder du lernst dir, wie du Sex hast und nicht ejakulierst, oder du verzichtest auf Sex und Masturbation. Gibt im Prinzip nur diese zwei Möglichkeiten. Wenn du deinen Samen für dich behalten willst, kannst du entweder nicht ejakulieren beim Sex oder auf Sex verzichten und gleichzeitig NoFap machen. Das führt dann eben zu den beschriebenen Vorteilen, wie zum Beispiel Testosteron-Boost, Confidence-Boost, also Selbstbewusstsein und so weiter. Und wenn du jetzt aber sagst, das geht nicht wirklich, meine Partnerin, die möchte Sex mit mir haben und ich kann das nicht, dann liest dich in das Thema ejakulationsfreien Orgasmen ein. Das wird im Tao ganz gut beschrieben, beziehungsweise im Tantra gibt es verschiedene Techniken, wie du mit dem PC-Muskel quasi mit bestimmten Muskelkontraktionen und Konzentration einen Orgasmus ohne Ejakulation hast. Das heißt, du gehst im Prinzip ganz nahe zum Point of No Return und dann drückst du ganz fest zusammen. Also nicht mit der Faust, nicht bildlich gesehen, aber mit deinem PC-Muskel. Der sitzt quasi zwischen Anus und Skrotum, zwischen den Hoden und dem Anus. Und dieser Muskel, den du quasi auch nimmst, um den Urinstrahl zu unterbrechen, wenn du beim Pissen erschrickst und du ganz schnell aufhören musst oder wie auch immer, das ist der Muskel, den du dafür benutzen kannst. Ich werde in Zukunft noch ein Video genau zu diesem Thema machen. Also keine Sorgen, ich werde das noch intensiver beschreiben. Wie ist das jetzt mit deiner Partnerin, wenn du tatsächlich sagst, du willst NoFap machen in einer Beziehung? Für die Beziehung kann es im Großen und Ganzen einen großen positiven Effekt haben. Du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du in einer langen Beziehung bist mit einer Partnerin, dass das Sexleben eigentlich langweilig wird und erschlafft. Ganz schlimm wird es bei den meisten Pärchen, wollte ich sagen, wenn ein Kind mit ins Spiel kommt. Das heißt, wenn ihr Eltern werdet, dann ist es für viele, 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 viele Paare, so wie es bei mir, also bei mir und meiner Partnerin eben auch war, ein großes Problem, damit man wieder zurückkommt zu einem ordentlichen und tollen Sexleben. Und ein Trick dabei ist, verlass dich nicht auf den Zufall. Die meisten Menschen denken immer, ja, es wird schon irgendwann passieren oder das funktioniert schon wieder irgendwie irgendwann. Und das Problem ist, dass man sich immer weiter voneinander entfernt. Sex ist der Kleister für eine Beziehung. Habt ihr keinen Sex mehr, wird die Beziehung über kurz oder lang sterben. Das kann ich aus eigener Erfahrung definitiv bestätigen und das wird dir auch so gut wie jeder andere Beziehungscoach bestätigen. Außer ihr seid natürlich beide komplett asexuell und keiner sehnt sich nach körperlicher Nähe und Sex. Und wenn ihr tatsächlich nicht mehr auf Zufall
vertrauen wollt, dann habe ich einen Tipp für euch. Macht euch 6 Dates. Vereinbart euch einen bestimmten Zeitpunkt, einen bestimmten Ort, Rahmenbedingungen. Haltet euch diesen Tag, diese Zeit frei. Sucht euch einen Babysitter, wartet, bis das Kind schläft, bis die Kinder schlafen, wie auch immer. Und dann habt Sex. Der Vorteil davon ist, dass sich keiner der Partner, egal wer jetzt den stärkeren Sexdrive hat oder nicht, dass sich keiner der Partner darüber Gedanken machen muss, ob es jetzt Sex gibt oder nicht, ob es wieder irgendwie Diskussionen gibt, ob es Streitigkeiten gibt, weil der eine heute Kopfschmerzen hat, der andere hat keine Lust, wie auch immer. Wenn ihr das macht, dann wird eure Beziehung definitiv wieder mehr an Schwung bekommen. Und nicht nur das. Durch das ausgeschüttete Oxytocin während dem Geschlechtsverkehr und nach dem Geschlechtsverkehr, das ist sozusagen das Bindungshormon, das ist der Kleister für eure Beziehung, wird eure Beziehung tatsächlich wieder intimer, inniger, ihr gehört quasi wieder zusammen. Und wenn ihr lange Zeit keinen Sex hattet, zumindest kenne ich das aus meiner Beziehung so, dann wird es immer mehr zu Streitigkeiten, irgendwie zu Meinungsverschiedenheiten kommen und so weiter und so fort. Und es endet eigentlich immer dann irgendwann in Trennung, in sehr viel Frust. Und wenn dabei noch ein Kind mit in der Beziehung ist, das heißt, ihr seid Eltern, dann ist die Trennung umso schmerzhafter und vor allem die Folgen für das Kind nicht tragbar, zumindest so meine Meinung. Aus dem Grund, NoFap in einer Beziehung würde ich tatsächlich sehr stark befürworten, weil du als Mann über kurz oder lang einen Weg suchen wirst, der dich zu Sex bringt. Und wenn du jetzt die Möglichkeit von Masturbation nicht mehr hast, du aber committed bist, das heißt tatsächlich fix dich dazu entschieden hast, monogam zu leben, dann wirst du Möglichkeiten und Wege finden, mit deiner Frau wieder Geschlechtsverkehr zu haben. Das heißt, du wirst dich mehr ins Zeug legen oder wie auch immer, wirst versuchen, wieder mehr Polarität in eurer Beziehung herzustellen. Das kann unter anderem auch dadurch sein, dass ihr euch wieder ein bisschen, also örtlich, räumlich voneinander distanziert. Das heißt, wenn ihr einen ganzen Tag miteinander verbringt für gewöhnlich, dann versuchst du wieder mehr mit deinen Kumpels zu machen, die Freundin mehr mit ihren Freundinnen und so fängt es dann irgendwann wieder an zu knistern. Es braucht nämlich ein bisschen Spannung. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video ein bisschen weitergeholfen auf deinem Weg zum NoFap-König und lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier, wenn das so ist. Hier kannst du Kanal abonnieren und hier noch weitere Videos für dich. Bis zum nächsten Mal, schönen Tag, ciao.